Die Docks von Belfast. Die Einheimischen nennen das Gelände auch gern das Cape Canaveral des frühen 20. Jahrhunderts. Der Ort ist ein Teil von Susan Millers Familiengeschichte. Ihr Urgroßvater gehört damals zu dem Team, das die Titanic baute. Das größte bewegliche Objekt seiner Zeit. 3 Jahre dauert es, bis der Luxusliner im Frühjahr 1912 die Werft Harland & Wolff verlässt. Das Trockendock, in dem die Titanic lag, ist größer als 3 Fußballfelder. Eine gewaltige Anlage für eine gewaltige Aufgabe der Konstrukteure. Ich bin fast jeden Tag hier auf dem Gelände. Und dann muss ich immer an meinen Urgroßvater denken. Und daran, wie sein Arbeitstag wohl ausgesehen hat. Der Ingenieur Thomas Miller ist gerade 32 Jahre alt, als er den Auftrag seines Lebens erhält. Er entwickelt die Motoren der Titanic, die mit 60.000 PS die riesigen Schiffsschrauben antreiben. Der Bau des Dampfers schafft neue Superlative. Bis zu 3.000 Männer sind im Einsatz. Sie verarbeiten über 25.000 Tonnen besten englischen Stahl und stanzen 3 Millionen Nieten in den 269 Meter langen Rumpf. Als der Ozeanriese vom Stapel läuft, liegt er so stabil im Wasser wie ein Kriegsschiff. Sicherheit spielt bei der Titanic eine zentrale Rolle. 15 Querschotten mit verschließbaren Stahltüren sollen verhindern, dass bei Wassereinbruch das ganze Schiff vollläuft und untergeht. Die revolutionäre Technik verleitet eine Fachzeitschrift zu der fatalen Aussage, die Titanic sei praktisch unsinkbar. Ein Gütesiegel, mit dem die Reederei nie geworben hat. Sie verspricht nur, dass die Standards alles bisherige übertreffen. Die White Star Line lockt vor allem mit Größe und Komfort. Auf der Route zwischen Europa und Amerika tobt ein harter Wettbewerb. Die Eigner kämpfen um das lukrative Geschäft mit Passagieren und Fracht. Mit der Olympic schickt die White Star deshalb einen zweiten Giganten ins Rennen. Das Schwesterschiff ist etwas älter als die Titanic und Namensgeber der neuen Baureihe. Die Olympic-Klasse soll der ehrgeizigen Reederei Ruhm und Ehre bringen. An Bord der Titanic herrscht märchenhafter Luxus. Über dem mächtigen Rumpf entsteht ein schwimmendes 5-Sterne-Hotel, das kaum einen Wunsch offen lässt. Einzigartig die Architektur, wie die gläserne Kuppel über der Haupttreppe aus Edelholz. Das Café Parisien mit Meerblick serviert kleine Speisen. Und in den Suiten sorgen Stilmöbel und Seidentapeten für ein elegantes Ambiente. Am 2. April 1912 steht die Titanic zur Auslieferung bereit. Ein Traumschiff mit 10 Decks, das über 2500 Passagiere aufnehmen kann. Mein Großvater ging mit seinem Vater auf die Werft. An Sonntagen war das erlaubt. Mein Urgroßvater war so stolz auf seine Arbeit, dass er seinem Sohn unbedingt die Titanic zeigen wollte. Mein Großvater war gerade mal 5. Für ihn sah die Titanic wie eine riesige Stahlburg aus. Und er sagte, dieses Ding kann niemals übers Meer fahren, Papa. Für die Jungfernfahrt rührt die Reederei kräftig die Werbetrommel. Von Europa nach Amerika in 7 Tagen bei höchstem Komfort, selbst in der 3. Klasse. Der Aufbruch in ein neues Zeitalter lockt aber auch die Prominenz. Würden wir das mit heute vergleichen, wenn die Titanic jetzt in See stechen würde, dann wäre eben so die Creme de la Creme der Stars an Bord. Also da stellen wir uns vor, da würde jetzt Angela Merkel draufgehen, Madonna, Lady Gaga und Obama, die würden da also quasi sich ein Stelldich eingeben. Also so kann man das ein bisschen vergleichen. Damals gab es jetzt nicht so Popstars oder Filmstars, wie wir das heute kennen. Damals waren vor allem die Leute populär, die Geld hatten. Dazu gehören Isidor und Ida Strauss, Begründer des Kaufhaus-Imperiums Macy's. Oder Molly Brown, die millionenschwere Witwe,
und eine der ersten Frauenrechtlerinnen der Geschichte. Auch der Großindustrielle Benjamin Guggenheim mischt sich unter die Gäste. Er reist mit seiner Geliebten. Die berühmteste Figur aber ist John Jacob Astor, Besitzer des Waldorf Astoria Hotels. Der Multimillionär zählt wie das Ehepaar Strauss und Guggenheim zu den Titanic-Helden. Mein Großvater und meine Großmutter waren ein Jahr in Europa. Sie verbrachten ihre Flitterwochen dort, um dem Klatsch zu entgehen. Astor hatte sich scheiden lassen und diese viel jüngere Frau geheiratet. Aber sie mussten früher zurück, weil sie schwanger war. Also buchten sie die Titanic. Die Bordkarte erster Klasse kostet Astor die Kleinigkeit von umgerechnet rund 200.000 Euro. Dafür bewohnen der Geschäftsmann und seine Frau Madeleine eine vornehme Suite auf dem ruhigen C-Deck. Meistens bleibt die erste Klasse unter sich. Das gilt sowohl für die Mahlzeiten im prunkvollen Speisesaal als auch für den Rauchersalon. Dort trifft sich die High Society zum allabendlichen Smalltalk. Aufzüge gibt es für die Passagiere der ersten und zweiten Klasse. Exklusiv wiederum bleibt der Zugang zum Fitnessraum mit Trimmrad und Rudergerät. Die Titanic ist aber alles andere als nur ein Spaß für Reiche. Auch die 706 Reisenden der dritten Klasse, viele davon Auswanderer, werden nicht enttäuscht. Luxuriös waren eben auch die Kabinen ausgestattet, ne? Mit echten Matratzen, mit Daunendecken, mit Daunenkissen, einer Tagesdecke, die am Tag drüber gelegt wurde. Alles Dinge, die die meisten gar nicht kannten. Umso mehr genießen die einfachen Leute den hohen Komfort auf der Titanic. Für viele ist das Ticket der Eintritt in ein besseres Leben. Die Stewards, die die Suppe serviert haben, hatten große Probleme damit, die Passagiere nach der Suppe davon zu überzeugen, bitte sitzen zu bleiben, weil ja jetzt erst der Hauptgang kommt. Und die haben wohl immer alle ganz komisch geguckt, weil sie waren der Meinung, sie haben ja schon gegessen. Von Anfang an ist die Titanic ein Schiff, beladen mit Träumen und Hoffnungen. Besonders schwer wiegen die Erwartungen von Bruce Ismay, dem Präsidenten der White Star Line, und von John P. Morgan, seinem Geldgeber. Chefkonstrukteur Thomas Andrews geht mit auf Jungfernfahrt, ebenso Ingenieur Thomas Miller. Mein Großvater wollte seiner Familie ein besseres Leben bieten. Die Titanic sollte ihn in die neue Welt bringen. Die Titanic war luxuriös, schnell und galt als unsinkbar. Das beste Schiff, das jemals gebaut wurde. Am 10. April verlässt die Unsinkbare den Hafen von Southampton bei bestem Wetter und spiegelglatter See. Das Schiff muss die Südroute nehmen. Sie ist zwar länger, dafür drohen aber weniger Eisberge als auf der nördlicheren Strecke. Ob die Titanic zeitweise vom Kurs abweicht, ist bis heute unklar. Aber sie fährt schnell und soll bereits am Dienstagabend in New York eintreffen, früher als geplant. Die Besatzung weiß vom Eisbergrisiko. Immer wieder erhält der Kapitän Meldungen über ungewöhnlich kompakte Eisfelder vor Neufundland. Als das Schiff das Gebiet erreicht, driften sie gegen Süden und verändern ständig ihre Position. Was der Kapitän nicht wissen kann, sein Schiff gerät in den Windschatten eines Eisfeldes. Dort gibt es in der Regel immer wieder Schollen, kleinere Berge und loses Eis. Am späten Abend des 14. April steuert die Titanic der Katastrophe entgegen. Eisberg direkt voraus. Auf der Brücke steht der erste Offizier. Er handelt wie aus dem Lehrbuch, auch wenn ihm das Manöver später vorgeworfen wird. Halt Steuerbord! Doch der Befehl kommt zu spät. Mit der Steuerbordseite rammt die Titanic den Eisberg. Unter Wasser sogar mehrfach. An 6 Stellen wird der Stahl eingedrückt, die Nieten springen ab. Es entstehen zwar nur kurze Risse, aber die Wassermassen stürzen in wesentliche Bereiche des Schiffs. Was in den Stunden zwischen Kollision und Untergang geschieht, gehört zu den heiß diskutierten Theorien. Sicher ist, es gibt zu wenig Rettungsboote und viele legen zudem halb leer ab.
Das Schiff ist erstmal ganz, ganz langsam, ohne irgendeine große Schlagseite, bugvorwärts gesunken. Das heißt, hätte das Schiff genügend Boote gehabt, hätte man locker das ganze Schiff in aller Ruhe evakuieren können. Besonders die Passagiere der dritten Klasse haben kaum eine Chance. Ihre Kabinen liegen tief unten. Sie müssen durch lange Gänge und viele Türen, um nach draußen zu kommen. Mindestens 1500 Menschen bleiben ihrem Schicksal überlassen. Nur 705 überleben die Katastrophe. Mit ihren späteren Aussagen schüren sie den Mythos von Feiglingen und Helden auf der Titanic. Zu den Guten gehören die Schiffsmusiker. Diese Geschichte, dass die bis zum Schluss gespielt haben, ist tatsächlich so historisch belegbar. Die sind zu einer ganz großen Heldengruppe geworden, weil die eben alle sich entschieden haben, an Bord zu bleiben, obwohl sie keine Angestellten der Reederei waren, also durchaus Anrecht auf den Platz im Boot hatten. Am 15. April um 2.20 Uhr geht die Titanic unter. Mindestens weitere 40 Minuten dauert der Todeskampf im eiskalten Atlantik. Noch in derselben Nacht geht die Nachricht vom Unglück per Telegrafie in die Welt. Die Zeitungen überschlagen sich. Auch mit jeder Menge Falschmeldungen. Bis Anfang Mai bleibt die Titanic Thema Nummer 1. Was stimmt und was nicht, lässt sich schon bald kaum noch feststellen. Vor dem Büro der White Star Line in New York versammeln sich viele hundert Angehörige der Passagiere. Sie werden einfach abgewiesen. Auch Pier 54 am Hudson River wird zum Ort der Hoffnung und der Trauer. Den gewaltigen Landungssteg hat die Reederei eigens für die Ankunft des größten Schiffs der Welt bauen lassen. Hier sollte die Titanic ankommen. Stattdessen macht die Carpathia am 18. April am New Yorker Pier fest. Das britische Schiff bringt die Überlebenden der Katastrophe. Hier warteten damals 40.000 bis 50.000 Menschen, die nicht wussten, wer ist auf der Carpathia und wer nicht. 705 Personen überleben. Die genaue Zahl der Opfer aber ist bis heute unbekannt. Die Passagierlisten sind unvollständig und fehlerhaft. John Jacob Astor hat es nicht geschafft. Er überlässt seiner schwangeren Frau den Platz im Rettungsboot. Nicht seine einzige Heldentat in der Unglücksnacht. Ich saß einmal bei einem Abendessen neben einem Mann namens Foxy Carter. Plötzlich sagt er: Wussten Sie, dass Ihr Großvater meinem Großvater das Leben gerettet hat? Der Name seines Großvaters war Rudolph Carter und er war damals 12 Jahre alt. 1912 galt man damit als erwachsen. Deshalb hat ihm die Crew befohlen, an Bord zu bleiben. Mein Großvater konnte das anscheinend nicht mit ansehen und besorgte einen Hut und eine Decke. Die hängte er dem Jungen um und setzte ihn dann mit den Worten: Geh schon, kleines Mädchen, spring ins Boot, in ein Rettungsboot, und rettete ihm so das Leben. Schon wenige Tage nach der Katastrophe beginnt ein Untersuchungsausschuss, die Frage nach Verantwortung und Haftung zu klären. Warum fährt dieses Schiff mit dieser hohen Geschwindigkeit durch ein offensichtlich gefährliches Gebiet? An der zu hohen Geschwindigkeit sei Kapitän Smith schuld, stellt die Kommission fest. Eisbergwarnungen von anderen Schiffen vor der Kollision drangen nicht durch. Auch dafür sei der Kapitän verantwortlich, weil die Funkstation nicht durchgängig besetzt war. Am Ende liefert der Ausschuss zwar Antworten, doch es geht nicht um die Wahrheit. Aus heutiger Sicht muss man sagen, war der Untersuchungsausschuss eigentlich eine Farce. Der hatte das klare Ziel, die Reederei von allem freizusprechen, damit man der Reederei nicht ankragen gehen kann, und hat deswegen die gesamte Schuld dann auf den Kapitän geschoben, was natürlich ganz praktisch war, weil der war ja tot. Vom Verdacht der Fahrlässigkeit aber wird Kapitän Edward Smith entlastet. Die Route und die genaue Position der Titanic gar nicht erst erörtert. Die Öffentlichkeit ist schockiert, die Gerüchteküche brodelt.
Es ist einfach aus unserer heutigen Sicht nicht klar, wie man ein Schiff mitten in der Nacht mit 40 km/h quasi im Blindflug ohne irgendwelche technische Ausrüstung mit zu wenig Rettungsbooten durch ein Eisfeld jagen kann. Das geht uns heute nicht in den Kopf. Und dann gibt das natürlich immer Futter für so manchen Verschwörungstheoretiker. Die Theorie vom Versicherungsbetrug erregt bis heute die Gemüter. Geschickt spielt sie mit dem Klischee vom geldgierigen Reeder. Hintergrund ist der Zusammenstoß der Olympic, der älteren Schwester der Titanic, mit einem anderen Schiff. Den immensen Schaden wollte keine Versicherung bezahlen. Deshalb soll die White Star die Schiffe in der Werft vertauscht, das heißt die Olympic, als Titanic ausgegeben haben. Notdürftig geflickt sei sie seeuntüchtig gewesen. Kaltblütig hätten die Eigner den maroden Ozeanriesen auf die Reise geschickt. Auf der Schiffsschraube wurde inzwischen die Baunummer 401 identifiziert. Damit ist der Beweis erbracht, dass die Titanic unterging. Die Legende vom U-Boot sorgt für das nächste Medienspektakel. Dass ein Eisberg den Dampfer versenkt, klingt zu einfach, um wahr zu sein. Dass der Eisberg aber ein deutsches U-Boot tarnt und ein Torpedo das Schiff versenkt, bedient perfekt antideutsche Gefühle kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ich persönlich tue mich sehr schwer damit, solche Sachen ernst nehmen zu können. Auch die Schlagzeile vom Fluch des Pharao findet ein Millionenpublikum. Demnach hatte die Titanic Mitbringsel von einer Ägyptenreise an Bord. Sie lagen im Gepäck der skurrilen Millionärswitwe Molly Brown. Vermeintliche Augenzeugen sprachen von einer Pharaonenmumie in Browns Überseekoffer. Ein übles Omen, das angeblich den Untergang herbeiführte. Auf der Frachtliste taucht das nicht auf. Und dementsprechend kann man das eigentlich getrost dann wirklich in das Reich der Mythen und Legenden stellen. Der Schock sitzt tief. Für die meisten ist mit der Titanic auch die Hoffnung auf eine bessere Welt untergegangen. Es folgen der Erste Weltkrieg, eine schwere Wirtschaftsdepression und schließlich der Zweite Weltkrieg. Das moderne Zeitalter lässt die Geschichte des Luxusliners in Vergessenheit geraten. Und das für mehrere Jahrzehnte. In Amerika ändert sich das erst 1953 wieder. In Springfield, einem kleinen Nest im Bundesstaat Massachusetts, entwickelt der Teenager Edward Kermuda eine besondere Leidenschaft. Ohne sie wäre der Titanic-Mythos vielleicht nicht der, den wir heute kennen. Dieser Titanic-Film hat mich fasziniert. Ich habe ihn oft gesehen, statt mich um die Besucher zu kümmern, was meinem Vater gar nicht gefiel. Seit dem Hollywood-Film sammelt Edward alles, was er über das Schiff kriegen kann. Zumindest dann, wenn er nicht im Kino seines Vaters helfen muss. Ein paar Jahre später kommt ein weiterer Film, Die letzte Nacht der Titanic, in die Lichtspielhäuser. Durch den englischen Schwarz-Weiß-Streifen findet Edward Kermuda seine Berufung. Sogar nachts schleicht er sich heimlich ins Kino, um das Werk nach der offiziellen Vorstellung noch einmal zu sehen. Die Schicksale, die auf der Leinwand erzählt werden, gehen Ed unter die Haut. Sie basieren auf Augenzeugenberichten der Überlebenden. Über 60 hat der Regisseur sogar persönlich befragt. Entstanden ist ein minutiöses Protokoll von der Kollision bis zum Untergang des Ozeanriesen. Da waren so viele Fragen, auf die ich Antworten haben wollte. Und das beschäftigt mich immer noch. Im Programmheft zum Film entdeckt Ed Kermuda eine Namensliste der Passagiere, die damals gerettet wurden. Das Heft ging an die Kinobetreiber, damit sie als Werbung Überlebende aus der Umgebung einladen konnten. Ed beginnt, nach den Verunglückten zu fahnden, jenseits der Leinwandwirklichkeit.
Ich schrieb an einen Überlebenden. Er war Chefbäcker auf der Titanic. Mein Brief kam aber zu spät. Er war kurz zuvor gestorben. Ed handelt. Er reist durch ganz Amerika, um so viele Überlebende wie möglich aufzusuchen. Er will ihre persönlichen Geschichten hören, wie es in jener Nacht war und wie ihr Leben danach verlaufen ist. Es war wie deinen Lieblingsstar zu treffen. Einer von ihnen heißt Frank Goldsmith. Er meinte, sie sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Und ich, naja, immerhin haben sie das größte Unglück aller Zeiten überlebt. Auf Tonband ist Frank Goldsmiths Stimme festgehalten. Sein Schicksal steht für die vielen Tragödien, die sich auf dem Schiff abgespielt haben. Not only study the Titanic disaster, but to study. Mr. Goldsmith was a young boy. Frank Goldsmith war als kleiner Junge auf der Titanic. Sein Vater setzte ihn und seine Mutter in ein Rettungsboot. Die beiden wurden gerettet, der Vater starb. Seine letzten Worte waren: Gute Nacht, Frankie, ich sehe dich dann später. Er sah ihn nie wieder. Über 80 Berichte zeichnet Ed Kamuda im Lauf der Jahre auf. Seine kostbare Sammlung offenbart, dass viele der Geretteten ihr Leben lang traumatisiert bleiben. Und dass Ed einer der wenigen ist, der sich auch für die einfachen Leute aus der dritten Klasse interessiert. ...1963 schließlich gründet der Amerikaner die Titanic Historical Society. Und schon bald ist die Titanic wieder in aller Munde. Doch dieses Mal geht es nicht um den Verlust des Wunderschiffs, sondern um die Menschen an Bord und ihre verlorenen Träume. Eines der letzten geführten Interviews ist die Schilderung des dritten Offiziers Herbert Pittman. Am Tag der Katastrophe hat er eigentlich dienstfrei. Er hält dann aber den Befehl, Rettungsboot Nummer 5 zu befüllen und selbst zu steuern. Nach einigen Metern will Pittman umkehren, um weitere Schiffbrüchige aufzunehmen. Das Boot ist halb leer. In Spielfilmen wird sein Handeln oft zur Heldentat stilisiert. Er setzt sich gegen die anderen durch und rettet Menschenleben. Die wahre Geschichte hingegen geht anders zu Ende. Er wurde von den Passagieren abgehalten, die sagten, das Boot sei voll. Noch immer verfolgen ihn jede Nacht die Schreie der Ertrinkenden, erzählt Pittman. 1961 stirbt er nach einem Schlaganfall. Wir sagen Schiff der Träume, sie nannten es Albtraum. Zu den Albträumen gehört auch das verlorene Telegramm. Das ist ein Telegramm, das von dem deutschen Schiff America zur Titanic geschickt wurde. Darin steht, dass sie zwei Eisberge gesichtet haben. Das Telegramm kam auch wirklich auf der Titanic an. Es sollte direkt an die Wetterstation und an Kapitän Smith gehen. Aber es kam weder dort noch auf der Brücke an. Hätte er es bekommen, wäre die Geschichte vielleicht ganz anders verlaufen. Ed Kamudas Berufung ist das Schicksal der Titanic-Opfer. Für einen anderen das untergegangene Schiff. Das war Dr. Robert Ballard. Er wollte das Wrack finden. Er erklärte mir genau, wie er das anstellen wollte. Das hat mich sehr beeindruckt. Vor allem, als er sagte: Bevor wir auseinandergehen, müssen Sie mir versprechen, nicht darüber zu reden. Es muss unser Geheimnis bleiben. 1985 beginnt das Unternehmen Titanic. Der Geologe Robert Ballard setzt ein neues Tauchboot ein. Alvin kann selbst in 4000 Meter Tiefe Bilder aufzeichnen. Ich wollte schon immer die Titanic finden. Sie war mein Mount Everest. Ballard ist Forscher, kein Schatzjäger.
Hinter ihm liegen 10 Jahre voller Widrigkeiten und Rückschläge. Die große Chance, nach dem Wrack zu suchen, verdankt er seiner Dienstzeit als Offizier bei der US Navy. Seine ehemaligen Vorgesetzten stellen ihm Schiff und Geld zur Verfügung. Einzige Bedingung: er muss vorher einen Geheimauftrag erledigen. Die Amerikaner haben im Kalten Krieg 2 Atom-U-Boote im Atlantik verloren. Mit seinem Tauchboot soll Ballard sie ansteuern und aussagekräftige Aufnahmen zurückbringen. Für den Job hat der Spezialist 6 Wochen. Ist er früher fertig, darf er nach der Titanic fahnden. Ballard macht die Bilder und testet dabei gleich sein neues Equipment. Nach 4 aufreibenden Wochen hat er seinen Teil des Deals erfüllt. Doch um in den dunklen Tiefen des Nordatlantik das Wrack aufzuspüren, bleibt ihm nur wenig Zeit. Ich hatte 12 Tage, andere haben es in 60 nicht geschafft. 10 Tage lang kreist das Team über der ungefähren Position. Mit der ferngesteuerten Unterwasserkamera mähen sie den Rasen, wie es im Jargon heißt. Quadratmeter für Quadratmeter sucht der Apparat den Boden ab. Am 1. September 1985, in der vorletzten Nacht der Aktion, ist die Aussicht auf Erfolg gleich null. Bis auf den Monitoren ein Gegenstand auftaucht, der eigentlich nicht auf den Grund der Tiefsee gehört. Ballard und seine Leute kennen jedes Detail der Titanic. Der runde Körper unterm Sand ist ein Kessel aus dem Maschinenraum. Das hat mich umgehauen. Wissen Sie, ich dachte, ich hätte mich unter Kontrolle. Aber ich war völlig überwältigt. Nach 73 Jahren in völliger Dunkelheit zeigt sie sich vor der Kamera. In gespenstischer Schönheit. Die Bilder vom Bug gehen um die Welt. Jeder kennt sie. Wir haben uns zuerst unglaublich gefreut, sind rumgesprungen, bis jemand auf die Uhr schaute, die im Kontrollraum hing. Es war 2 Uhr morgens und jemand sagte, sie sinkt in 20 Minuten. Sie sank ja um 2.20 Uhr. Und da haben wir uns geschämt, weil uns klar wurde, dass man nicht auf Gräbern rumtanzt. Rund um die Titanic liegen Schuhe. Die Schuhe von Müttern neben den Schuhen ihrer Töchter. Männerschuhe, Matrosenschuhe. Das sind ihre Grabsteine. Für die filmische Sensation sorgt Hollywood-Regisseur James Cameron mit 2 bemannten Tauchbooten. Die ersten Aufnahmen aus dem Innern der Titanic stammen von seinen Spezialkameras. Für seine Dokumentation Die Geister der Titanic taucht der Amerikaner 12-mal zum Wrack. Zuvor hat Cameron exakt recherchiert. In atemberaubenden Bildern versetzt er den Zuschauer direkt auf das Schiff und macht die Vergangenheit wieder lebendig. Geschickt verbindet der Filmemacher Hightech des 21. Jahrhunderts mit der wehmütigen Geschichte des versunkenen Dampfers. Der Faszination von Tiefseeabenteuer, Drama und moderner Technik kann sich kaum einer entziehen. Beim letzten Tauchgang positioniert die Filmcrew eine Gedenktafel am Heck des Wracks. Dort haben die meisten der 1500 Passagiere ausgeharrt, bis auch der Teil des Rumpfs unterging. Es ist aber Camerons märchenhafter Kinoklassiker in Starbesetzung, der die Titanic weltweit zur Ikone eines Millionenpublikums macht. Und ganz nebenbei krönt der Blockbuster das Lebenswerk eines Mannes, der gern im Hintergrund bleibt.
Wir gingen gerade auf die Kamera zu, als Cameron in sein Megafon rief: Ich möchte, dass ihr euch alle diese beiden Leute anseht. Wir waren Komparsen und ich dachte, vielleicht sind die Kostüme falsch. Er sagte: Sie sind dafür verantwortlich, dass wir heute hier stehen. Und ich dachte: Wovon redet er? Cameron sagte: Das sind Karen und Ed Kamuda von der Titanic Historical Society. Sie haben uns die Erinnerung an die Titanic zurückgegeben. Nur deshalb sind wir heute hier. Das war das größte Kompliment meines Lebens. Zum 100. Jahrestag des Unglücks hat sich James Cameron etwas einfallen lassen. Das Hollywood-Epos erhält eine Neuauflage. Natürlich in 3D. Aber auch andere besitzen ein Gespür für das Big Business mit der Titanic. Der Eigner des Wracks hat 8-mal Taucher runtergeschickt, um Gegenstände zu bergen. Ihr Versteigerungswert beträgt 150 Millionen Euro. Die Geschäfte auf dem Schwarzmarkt blühen schon lang. Sammler bezahlen Höchstsummen, sogar wenn sie aus illegalen Quellen kommen. Ein Mann kontaktierte mich. Er hatte die Koffer meiner Großeltern. Er wollte $1 Million dafür. Ich sagte: Danke, nein, ich brauche sie nicht. Wieso sollte ich für etwas bezahlen, das unserer Familie rechtmäßig gehört? Geschichte ist nicht käuflich, doch ein Rendezvous mit der Titanic schon. Rund 50.000 Euro kostet das Ticket für einen der begehrten Plätze im Tiefsee-U-Boot. 8 Stunden dauert der Trip in die Tiefe und zurück. Ein exklusives Abenteuer. Und der Titanic-Tourismus boomt. Seit ein paar Jahren sogar mehr als je zuvor. Denn die Zukunft der alten Dame steht in den Sternen. Wer das Wrack jetzt in Augenschein nimmt, ganz gleich ob Touristen oder Wissenschaftler, sieht den letzten Akt des Dramas, nämlich die unaufhaltsame Auflösung des Schiffs. Von bizarrer Schönheit sind die jüngsten Aufnahmen. Wohin das Auge blickt, überziehen dicke Rostzapfen den Rumpf. Die Titanic ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Mit den Bildern weisen die Forscher nach, wie zerbrechlich der Gigant nach einem Jahrhundert auf dem Meeresgrund geworden ist. Er droht sich aufzulösen, zu Roststaub zu zerfallen. Der Mikrobiologe Dr. Roy Cullimore untersucht das Wrack regelmäßig. Schuld an dem allmählichen Zerfall sind Milliarden winziger Mikroorganismen. In einem Experiment zeigt Cullimore, wie aggressiv die Bakterien den Stahl angreifen. Dafür legt er Proben vom Rumpf in ein Meerwasserbecken, das mit Titanic-Mikroben verseucht ist. Dann setzt er das Wasser mit Elektroden unter Spannung, um den Versuchsablauf zu beschleunigen. Die Bilder zeigen eindrucksvoll, was der Titanic bevorsteht. In nur 10 Stunden verwandeln die Organismen den harten Stahl in rostigen Staub. In den nächsten 100 Jahren werden wir beobachten, wie der gesamte Schiffskörper verschwindet. Die Titanic ist ein sterbendes Schiff. Und doch ist das letzte Kapitel über die Titanic noch nicht geschrieben. Auf dem Friedhof im kanadischen Halifax liegen 121 Opfer der Schiffskatastrophe begraben. Die Gedenksteine stehen nicht weit vom Haupteingang entfernt. Sie sehen alle gleich aus und tragen dasselbe Datum. Doch auf 42 fehlen die Namen der Toten. Sie sind bis heute nicht identifiziert. Der Meeresforscher Alan Ruffman macht es sich seit Jahrzehnten zur Aufgabe, ihre Schicksale zu klären. Mit einem Grabstein verbindet sich eine besonders seltsame Geschichte. Darauf steht: Errichtet in Gedenken an das unbekannte Kind. Dieses unbekannte Kind wurde 5,5 Tage nach dem Untergang von der Mannschaft der Mackay Bennett geborgen. Die Männer waren bestürzt, ein so kleines Kind ohne Rettungsweste tot aus dem Wasser zu holen. Sie brachten es zum Schiff.
Nach der Bergung meldet sich niemand, um den Leichnam in Empfang zu nehmen. Deshalb haben die Männer der Rettungscrew den Stein gestiftet. Das Rätsel, um das Kind zu lösen, wurde schon einmal versucht. Dabei kam ein falscher Name raus. Fest steht nur, es ist ein Junge. Ich weiß, dass es der Familie wichtig ist, zu wissen, ob das Kind zu ihnen gehört. Deshalb ist es auch für uns wichtig. Ruffman geht die Frage anders an als seine Kollegen. Er recherchiert zunächst die genaue Vorgehensweise der Bergung. Er findet heraus, dass die McKay Bennett 308 Leichname nach Halifax überführt. Noch an Bord versuchen die Leichenbestatter, die Toten zu identifizieren. In einigen Fällen ist das auch sofort gelungen. Doch die meisten erhalten zunächst nur eine Nummer und werden so genau wie möglich beschrieben. Im Bericht der McKay Bennett stehen die wenigen identifizierten Personen. Niemand von ihnen hatte Kinder. So konnte dem kleinen Jungen bis zum Schluss kein Name zugeordnet werden. Viele Opfer sind nur eine Nummer, weil sich die Angehörigen die Reise hierhin einfach nicht leisten konnten. Alan Ruffman konzentriert sich auf die Suche in den Passagierlisten. Nur wenige Familien reisen überhaupt mit Kleinkindern. Dazu gehört auch das Ehepaar Goodwin aus Southampton. Die achtköpfige Familie stammt aus einfachen Verhältnissen und will in Amerika ein neues Leben aufbauen. Dass ihr Name in den Büchern auftaucht, grenzt an ein Wunder. Denn die Auswanderer wurden erst in letzter Minute auf die Titanic umgebucht. Ihr jüngster Sohn ist der 19 Monate alte Sidney Leslie. Gillian Johnston ist seine Cousine vierten Grades. Sie glaubt, dass das namenlose Grab mit ihrer Geschichte zu tun hat. Ich habe so lange darauf gewartet. Hoffentlich ist das Sidney. Es wäre schön, wenn nicht meine ganze Familie einfach im Meer verschwunden ist. Mit behördlicher Genehmigung wird das Grab geöffnet. Alan Ruffman will einen DNS-Abgleich machen. Ob die Analyse Ergebnisse bringt, ist allerdings völlig offen. Wir wissen nicht, wie die Bedingungen sind. Wir haben früher schon mal zwei Gräber geöffnet. Da war Grundwasser eingedrungen und hat alles organische Material zerstört. Wir konnten damals niemanden identifizieren. Die misslungene Aktion von damals hat der Wissenschaftler nicht vergessen. Auch dieses Mal rechnet er mit Schwierigkeiten. Doch die Erde im Grab ist vollkommen trocken. Vorsichtig untersucht das Team den Aushub. Zwei kleine Zähne und ein Blechteil kommen zum Vorschein, das mit einem Stück Knochen verbacken ist. Die Plakette besteht aus Kupfer und trägt die eingehämmerte Inschrift »Unser Baby«. Vermutlich stammt das Andenken von den Männern, die den Jungen aus dem Wasser holten. Die Grabbeigabe hat den Knochen vor dem Zerfall geschützt und der Wissenschaft einen Dienst erwiesen. Das winzige Stück reicht aus, um die Untersuchung durchzuführen. Das Verfahren ist aufwendig, auch weil falsche DNS ausgeschlossen werden muss. Doch Alan Ruffman kann dieses Schicksal als aufgeklärt betrachten. Jeder Zweifel ist ausgeschlossen. Die Genanalyse beweist, der Junge ist Gillians Cousin vierten Grades und er heißt Sidney Goodwin. Hierher zu kommen und endlich an seinem Grab stehen zu können, ist mehr, als ich mir je erhofft habe. Ich bin so dankbar, dass sich die Bergungscrew am Titanic-Grab so liebevoll um ihn gekümmert hat. Ich wünsche ihm Frieden für die letzten 100 Jahre. Und ich hoffe, dass dieses Grab für viele in den nächsten 100 Jahren ein Andenken bleiben wird. Ich danke euch allen. Thank you. William, thank you. Hundert Jahre nach der größten Schiffskatastrophe aller Zeiten ist die Geschichte von Sidney Goodwin, einem der jüngsten Titanic-Opfer, zu Ende erzählt. Doch 41 Grabsteine tragen noch immer keinen Namen.
Bis heute haben die Geister der Titanic einen festen Platz in den Herzen einer eingeschworenen Gemeinschaft. Für sie ist die Titanic das Schiff der verlorenen Träume und ein Teil ihrer Geschichte. Mein Urgroßvater sagte auf Wiedersehen und gab jedem seiner Söhne einen Penny. Und dann sagte er, bewahrt sie auf, bis wir uns wiedersehen. Aber dazu kam es nie. Bestimmt hätte er nie gedacht, dass seine Urenkelin sie einmal hätte. 100 Jahre später.